Der Max. Ich liebe Erdbeeren über alles. Ja. Wir spielen jetzt ein Spiel. Ihr räumt auf und ich schaue euch zu. Schaut mal, ich habe den. Meine Lieben, hello, hello. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit in diesem Vlog. Es steht ein bisschen was an. Zum einen werden wir jetzt gleich grillen und zwar unten auf der Terrasse von Max. Da bin ich ultra gerne. Außerdem werden wir noch nach Frankfurt fahren. Dazu nehme ich euch auch noch eine Runde mit und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video. Und ja, fast los geht's. Ich ziehe mir hier noch meine Bluse an. Beziehungsweise ich zeige euch noch ganz kurz meine wunderschönen Blumen, die ich zum Hochzeitstag bekommen habe. Zum 20. Hochzeitstag. Ja, eigentlich hatte ich euch dazu noch ein anderes Video vorbereitet, aber ich habe es noch nicht geschafft zu schneiden. Das ist ein bisschen aufwendiger, aber das folgt auf jeden Fall noch. Ich werde mir jetzt die Bluse hier anziehen, kaufe noch ein bisschen was ein und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Was darf beim Tomatensalat nicht fehlen? Richtig, rote Zwiebeln. So, ich stelle euch jetzt einmal ganz kurz hier ab. Meine Männer sind nämlich noch nicht fertig und ich packe in der Zwischenzeit Koffer für den Urlaub. Ich wollte euch hier ganz kurz von meiner neuen Errungenschaft erzählen. Vielleicht ist es ja auch eine kleine Inspiration für euch, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben möchtet für eine Schallzahnbürste. Die ist nämlich die perfekte Alternative zu der Oral-B-Zahnbürste, die definitiv um einiges teurer ist. Ich werde jetzt auch noch zwei weitere kaufen für meine Kinder. Die ist von Oclean. Und weil ich jetzt gerade Kinder anspreche, ihr könnt es nämlich einstellen, wenn die Kinder zum Beispiel eine Zahnspange tragen oder für euch, wenn ihr empfindliches Zahnfleisch habt, danach richtet sich dann eben die Schallzahnbürste. Ihr habt hier ein Display, ein Touchscreen, da könnt ihr alles einstellen und man kann die Zahnbürste auch per App quasi verbinden. Also die Technologie dahinter ist wirklich richtig krass und wie gesagt, für das Geld der absolute Wahnsinn. So, ich mache sie einmal an für euch. Ihr könnt es sehen, das hier ist fest und es vibriert quasi nur. Und wenn ihr einen zu großen Druck ausübt, dann stoppt sie. Und hier im Display könnt ihr eben auch erkennen, wo ihr schon wart, wo ihr eben noch putzen müsst. Also ihr seht dann die Zahnreihe, also wirklich der absolute Wahnsinn. Ich bin so begeistert und die ist eben auch sehr, sehr leise, was ideal bei uns eben im Bad ist, weil das Schlafzimmer ja direkt nebendran ist und mein Mann hat sich bisher noch nicht beschwert. Also alles gut. Es gibt verschiedene Farben und ihr habt über 30 Tage quasi, dass der Akku hält, was ich auch richtig gut finde. Ich werde das Ladegerät auch nicht mitnehmen, weil die irgendwie ja, überhaupt nicht leer geht. Und ihr habt 3 Jahre Garantie. Also vielleicht wollt ihr es euch mal anschauen. Wie gesagt, ich bin total begeistert. Werde jetzt noch 2 weitere für meine Kinder bestellen. Hier ist das Packaging, falls es euch auch noch interessiert. So kommt das Ganze an. Ihr habt hier noch eine Schutzkappe mit dabei. Das hier habe ich abgezogen. Das war eben auf dem Display. Dann ist das Ladekabel dabei. Auch das Ladegerät ist richtig schön gemacht. Also ihr steckt die Zahnbürste einfach nur oben drauf. Sieht eben auch schön im Bad aus. Ich zeige euch mal eben die Ladefunktion. So sieht es aus. Man kann sich das hier hinten abmachen. Also das ist ein Aufkleber. So kann man sich das an die Wand kleben. Und die Zahnbürste dann eben dran. Also die hält dann so automatisch fest. So. Und dann hätte man das jetzt hier dran. Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich mir noch ein bisschen unsicher bin, ob ich es auf die Seite klebe oder auf die andere. Aber richtig cool. Vielleicht war das ja eine kleine Inspiration für euch. Und falls ihr es euch mal anschauen möchtet, ich verlinke euch gerne die Zahnbürste mal in die Infobox. Wie gesagt, das ist ein mega Schnapper im Gegensatz zu der Oral-B zum Beispiel. Ich hoffe, dass meine Männer jetzt gleich mal hochkommen und mir helfen, weil wir ja eigentlich ja, das letzte Mal für diese Saison grillen möchten. Mal schauen, ob sie jetzt mal hochkommen. Die Jungs helfen mir gleich beim Tischdecken. Wir essen übrigens auf dem Maxaner Terrasse. Ist immer ein bisschen blöd, weil wir dann alles runtertragen müssen. Aber ich habe ja genug Helfer, nicht wahr? Der erste fleißige Helfer ist schon da. Das kann jetzt alles runter. Obst muss ich noch schneiden. Für unseren Nachtisch. Wer von euch kennt Scamorza? Aus Italien, da ist die Packung. Lecker. Schneide ich jetzt für diese Pfanne hier.
dann kommt es auf den Grill. Max startet. Schon alles vorbereitet, Tisch ist gedeckt und der Liam, der darf jetzt auch grillen. Freust du dich? Ja. Was da drinnen ist. Vielleicht auch was zum Grillen? Da Liam jetzt auch grillen. Max, für den Nachtisch, das kannst du aber schon mal draufstellen, ne? Mach halt auf kleinster Stufe. Machst du es mir mal bitte auf, Schatz? Hier ist noch ein Brötchen. Danke, Schatz. Magst du auch was grillen, Luki? Ja, klar. Ja. Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist der Grill, Luki. Das sind Würstchen und Hähnchen. Teller. Das sind Teller, richtig. Die brauchen wir auch. Na, ich grille jetzt Burger-Patty. Richtig. Ja. Und die. Was machst du denn? Regenbogen-Patty? Ja. Mhm, okay. Beste Nachtisch, ne, Liam? Mhm. Da ist nämlich die Schokolade. Was gibt das hier? Was für eine Hornisse. Oh. Max sucht eine Hornisse. Okay. Und dort das Ganze rausfischen. Soll ich dir helfen? Bitteschön. Liam, dein Essen ist fertig. Bitte sehr. Guten Appetit. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Also der Liam, der findet das ultra cool. Vor allen Dingen, weil er dann eben wie seine großen Brüder auch grillen kann. Wir spielen jetzt ein Spiel. Ihr räumt auf und ich schaue euch zu. Warum? Wir bräuchten hier so ein Seildingens, um alles hochzuschleppen. Das wäre cool. Voll gefuttert. Moment, stopp. Blogger-Style ist da. Nein, Spaß beiseite. Die Jungs haben mir jetzt geholfen, alles hochzutragen. Da kommt jetzt die Bella. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Frankfurt. Frankfurt deshalb, weil ich mein neues VanMoof-Fahrrad schon wieder zur Reparatur bringen muss. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich nicht so amused. Ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch. Ich finde das ziemlich doof, dass man dazu keine Spedition buchen kann, die das Fahrrad abholt und einem dann eben wieder bringt, wenn es repariert ist. Würde ich natürlich auch bezahlen, gar keine Frage. Aber für mich ist es schon ein weiter Weg nach Frankfurt. Also hin und zurück sind es 200 Kilometer und mein Fahrrad war schon mal dort zur Reparatur. Und das heißt, ich bin dann, wenn ich das Fahrrad wieder abhole, wenn es repariert wird, 800 Kilometer gefahren, nur wegen des Fahrrades. Und das finde ich, ist kein guter Service. Und Alessandro hatte sich ja viele Videos zu dem VanMoof-Fahrrad angeschaut. Er war ja so die treibende Kraft, hat gesagt, Mama, kauf das, das ist echt total schön. Und wir hatten das auch mehrfach in Holland gesehen. Ich bin soweit auch zufrieden, muss ich sagen. Aber dieses Problem mit dem Kicklock ist wohl bekannt. Also dazu haben mehrere YouTuber auch Videos gemacht. Das war dem Alessandro, glaube ich, gar nicht so bewusst oder er war halt in dieser Euphorie, dass er eben unbedingt dieses Fahrrad dann zu Hause haben möchte. Die Jungs fahren natürlich auch damit, aber wir haben es noch gar nicht so viel genutzt. Wie gesagt, also ich habe es erst ganz kurz und es ist schon zum zweiten Mal bei der Reparatur. Naja, wie auch immer, wir fahren jetzt los und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Vielleicht nehme ich euch noch so ein bisschen mit auf die Zeil. Ich wollte euch dann eigentlich noch Liams neuen Schrank zeigen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ich weiß nicht, wann wir aus Frankfurt wiederkommen. Wenn es vom Licht her passt, zeige ich euch auf jeden Fall Liams Zimmer. Also dieser Schrank, oh mein Gott, bau mir einen Schrank und ich bin glücklich, ja. Ich glaube, sowas können echt nur Frauen verstehen. Ne? So alles schön sortieren, einräumen, alles nach System, alles hat seine Ordnung. Richtig geil. Ja, kann ich euch dann gerne zeigen. Dazu ist in der Küche auch was Neues eingezogen. Da hatte ich ja wirklich lang das Problem, sage ich jetzt mal so, dass ich nicht wusste, was ich dahin bauen lassen soll. Die Architektin hatte eigentlich was anderes vorgesehen. Das hatte dann so nicht geklappt. Und jetzt habe ich da die perfekte Lösung. Perfekt. Ach, ich habe euch dazu eigentlich auch noch ein Video abgedreht, wie ich die Küche umräume und sortiere. Das wird aber ein sehr langes Video. Haben sich auch ganz viele auf Instagram gewünscht. Das muss ich auch noch schneiden. Also ihr seht schon. Ja, so ein Video erstellt sich nicht von alleine. Bei meinem letzten Video, da habe ich euch mitgenommen zum Lago Maggiore. Bin gerade in Laberlaune. Die Jungs sind nämlich immer noch nicht fertig. Ich bin immer die Erste, die fertig ist hier in diesem Haus, ja. Bevor ich jetzt im Auto warte und
erschwitze. Dieses Wort gibt's nicht. Ja, laber ich lieber noch eine Runde mit euch. Jedenfalls hatte ich euch mitgenommen an den Lago Maggiore. Das Video geht, glaube ich, nicht ganz 10 Minuten. Kann ich euch auch unten in der Infobox mal verlinken, falls ihr gerne mal an den Lago Maggiore möchtet und da noch ein paar Ideen sucht, eine kleine Inspiration. Jedenfalls war ich an dem Video sage und schreibe 9 Stunden gesessen. Man meint es gar nicht, ne? Das ist nur ein 10-Minuten-Video. Also nicht am Stück. Am Stück könnte ich niemals 9 Stunden am Computer sitzen. Das funktioniert ja hier gar nicht. Aber das hat mich echt viel Zeit gekostet. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht, das Video zu schneiden. Einfach, ja, weil die Eindrücke und die Bilder, ja, sich auch natürlich in mein Herz gebrannt haben. Da war ich alleine mit meinem Mann und dem Liam, logischerweise. Den habe ich ja immer mit dabei. ja, und es war wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht habt ihr Lust, da reinzuschauen. So, und jetzt fahren wir aber nach Frankfurt. Jetzt schauen wir aber erstmal, ob die Männer fertig sind, ne? Bella, was meinst du? Sind sie fertig? Jetzt habe ich die Tür gehört. Also, wir fahren jetzt erstmal nach Frankfurt und dann sehen wir uns später wieder. Gucken wir mal kurz, was Zara Neues hat. Hi! Schmeckt? Der Donut für 3,50 €. Ja. Voll teuer. Eva. Schaut mal, wen ich hier habe. Hallo. Er sagt Hallo zu mir, ich sag Hallo zu ihm. Das ist berühmt. Ach, danke dir. Das kriegst du mal ein paar Rüber. Und da sind so die großen YouTuber. Schaut mal hier. Und hier. Kennt ihr den? Wir sind wieder da. Wir gehen jetzt noch mal raus auf die Terrasse. Ketchup. Also der Passi möchte auch einen Burger haben. Ketchup, okay. Noch mehr Ketchup. Meinst du, der Passi mag Salat? Ja, Obst haben. Ja. Okay, dann machen wir dir auch. Ja, Erdbeeren über alles. Ja, Erdbeeren. Ich wollte in diesem Video noch diese beiden Pakete hier verlosen mit der Play-Doh-Knete. Also der Liam, der hat super viel Spaß mit der Knete, das wisst ihr ja. Also hier, damit ihr seht, das ist logischerweise original verpackt. Da kann man es gut erkennen. Falls ihr teilnehmen möchtet, schaut dazu gerne mal unten in der Infobox. Ich werde euch dazu alle Infos eben reinschreiben. Sehe ich fertig aus oder sehe ich fertig aus? Also hier muss ich jetzt noch die Wäsche machen, Koffer muss ich noch packen und da ist er, der neue Schrank vom Liam. Oh mein Gott, wie schön ist bitte dieser Schrank. Also es ist ein Einbauschrank, wie man unschwer erkennen kann. Wurde eben auf Maß angefertigt mit so einem Gerät, hat dann ganz genau ausgemessen, wie die Maße hier sind. Oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe ihn. Schaut mal bitte. Also ich habe schon ein bisschen meine Mühe, da hochzukommen. Ne? Schaut mal. Also ja, ich muss schon auf Zehenspitzen. Aber es ist ultra viel Platz hier vorhanden. Ich zeige euch mal Schublade. Okay, ist jetzt relativ leer, weil ich ja am Packen bin. Also hier habe ich jetzt die eine Schublade. Dann habe ich jetzt hier die Pyjamas. Hier habe ich die Sachen von seinen Brüdern. Oh Gott, der Pulli ist noch von Max. Ist auch von Max. Hat er an unserer Hochzeit angehabt.
Und ich hebe doch alles auf, wisst ihr doch. Und hier sind die Sachen, die ich im Sale gekauft habe. Bei Zara. Bei Reserved hatte ich den gekauft. Das hatte ich euch auf Insta auch gezeigt. Da hatte ich euch auch den Tipp gegeben, zuzuschlagen, eben für den Herbst. Hier sind die Lederhosen. Jawohl. Und da unten sind noch andere Sachen. Ja, und da drüben, da habe ich noch nicht alles aufgeräumt oder umsortiert, muss ich sagen. Da sind ganz viele Sachen noch für Verlosungen. Also da könnt ihr gespannt sein. Da unten noch Wintersachen und da eben auch noch die drei Schubladen. Ich weiß nicht, wartet, wollt ihr reinschauen? Ihr wollt reinschauen. Ich kenne euch. Ja, alles, was man eben jetzt so nicht braucht. Hier ein paar Sachen zum Verschenken, die ich eben ganz gerne als Backup da habe. Ja, mega cool, oder? Vor allen Dingen meine Wäsche, um die ich mich jetzt kümmern werde. Wir können auch gerne mal gemeinsam in die Küche gehen. Dann kann ich euch auch den neuen Schrank in der Küche zeigen. Tada! Oh mein Gott! Könnt ihr euch erinnern, wie das davor ausgesehen hat? Ja, okay, das war jetzt eine kleine Sneak Peek. Im anderen Video, das ich für euch vorbereitet habe, seht ihr die Möbel definitiv einen Ticken besser. So, und jetzt holen wir alles aus dem Auto. Ich habe ja ein bisschen was geshoppt. Könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, ob ihr das getragen sehen möchtet. Bei Bershka war ich, bei Zara. Ja, es ist jetzt nicht allzu viel geworden. Der Liam hat richtig schön am Brunnen gespielt, da in Frankfurt an der Oper. Würde ich euch jetzt aber vielleicht eher dann auf Insta zeigen. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, wenn ihr Lust habt. Jetzt verabschiede ich mich. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Alle Infos nochmal unten in der Infobox. Ich glaube, die Bella will nochmal eine Runde raus. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über euer Feedback. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich schminke mich jetzt ab. Ich bin völlig fertig. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Hoffentlich dann im Hochzeitstag-Video. Seid gespannt, wo es für uns hinging. Ja, das war eine richtig, richtig, richtig heftige Reise. Also, bis dann. Tschüss.